und wir freuen uns über den Besuch von David Nathan. Hallo. Der Medienwissenschaftler Thomas Bräutigam sagt, er gehört zu den herausragenden Stimmen der Gegenwart, der David Nathan. Das wusste ich nicht. Ach so, habe ich sogar bei Wikipedia gelesen. Okay. Aber du machst ja auch wahnsinnig viel. Also natürlich die Stimme von Johnny Depp, die Stimme von Christian Bale für Filmfans, aber auch Hörbücher, Hörspiele. Ja. Also die Liste ist sehr, sehr lang. Mhm. Wie macht man das alles in einem Leben? Keine Ahnung, weiß ich auch noch nicht. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Dann muss ich mal in 20 Jahren gucken, was ich dazu sage. Aber ist schon eine Menge Arbeit. Oder sagen wir mal so, über die 40 Jahre, die ich jetzt im Beruf bin, hat sich einiges angesammelt. Ja. Mhm. Und naja, kommt eins zum anderen. Und du bist ja der Sohn von Michael Pahn, der auch heute hier ist. Haben wir auch schon im Interview gehabt gestern. Ist das quasi in die Wiege gelegt? Also hast du gesagt, was der Papa da macht, das möchte ich auch gerne machen? Im Grunde ja. Meine Oma war auch Schauspielerin. Also ich komme aus einer Künstlerfamilie. Und wie es oft bei Künstlerkindern ist, irgendwann werden die auch eingespannt. Und so ging es bei mir, als ich 9 war. Ging es eigentlich los. Dann habe ich Theater gespielt und Filme gedreht und synchronisiert. Und als ich dann erwachsen wurde, hat sich aufs Mikrofon spezialisiert, sage ich mal. Also ab und zu habe ich auch noch mal einen Drehtag oder so, aber ich bin schon ein Mikrofonarbeiter. Ja. Es ist ja sogar noch mehr. Du hast auch die Hörbücher erwähnt. Vor allen Dingen so in dem Bereich Animes hast du ja mittlerweile auch wahnsinnig viel gemacht. Ja. Was ja auch hier auf der Comic-Con ein großes Thema ist für die Fans. Ja. Ne? Death Note, Bleach, Fullmetal Alchemist. Hast du da auch einen Bezug zu? Ich meine, das ist ja wirklich ein ganz anderes Thema, das größtenteils von einem sehr jungen Publikum konsumiert wird. Kannst du eigentlich selbst auch viel mit anfangen? Guckst du dir auch Sachen tatsächlich dann noch weiter an, abgesehen von dem Synchronpart, den du da zu machen hast? Ja, manchmal. Also ich finde das sehr interessant. So, ich weiß noch, als ich sehr jung war und als ich 20 war, in den Anfang der 90er, da kamen diese ganz vielen Dragon Ball und diese ganzen Anime-Serien. Und wir haben die, als wir junge Synchronleute waren, in Massen synchronisiert. Wochen, Jahre lang, jeden Tag doppelschichtig wurden Mangas synchronisiert. Und insofern, damals haben wir es sogar noch mal so ein bisschen belächelt und uns gefragt, warum kommt, was soll das, ja? Und dann wurde mir aber irgendwann klar, dann wurden die Sachen irgendwie auch künstlerischer und so. Also ich habe zum Beispiel Samurai Champloo, gibt es eine Anime, die fand ich so irre, die habe ich mir dann selbst, ich gucke mir nie Sachen an, die ich selber gemacht habe eigentlich so oder ungerne. Und das fand ich so toll gemacht, das habe ich dann auch mir wirklich angeguckt. Also ich finde das schon eine tolle Kunstform, ich mag das sehr gerne mittlerweile. Und das war halt ein großer Teil meiner Arbeit. Insofern hat man einfach eine Verbindung und viele Fans, wenn sie dann mal auf uns zukommen und wir Fankontakt haben, wie auf so einer Convention hier, das kommt ja alles aus diesem Manga und die sind so dankbar, dass wir das gemacht haben und so. Das alleine ist ein schönes Gefühl und wir haben ja auch versucht, es immer gut zu machen. Also man neigt ja dazu zu sagen, ist nur Zeichentrick und ja so oder nur für Kinder in Anführungsstrichen. Also, aber auch das muss man ja ordentlich machen und das ist uns offensichtlich oft gelungen und so. Ja. Also wenn es nicht ordentlich wäre, dann gibt es ja auch die harten Fans, würden sonst nämlich das Original gucken, japanisch mit Untertiteln oder so. Aber doch, da haben auch die deutschen Synchros, glaube ich, mittlerweile doch einen recht guten Ruf bekommen. Ja. Glaube ich auch. Ja, ja, das kommt mir auch entgegen so als Meinung. Das ist auch schön, ich freue mich darüber sehr. Also es ist ja eine wirklich große Community, die offensichtlich immer noch wächst und das sind unsere Fans. Und das, wenn wir die schon mal treffen, so wie hier, das ist echt schön. Die Schlange bei dir ist besonders lang gewesen, fiel mir gestern auf. Also, warte, ich konnte es nicht sehen. Ja, also war unser Eindruck zumindest. Deswegen haben wir dich ja auch heute erst im Interview. Die anderen konnten wir alle gestern schon abgreifen. Okay, ja. Worauf sprechen dich denn die meisten Fans an? Tatsächlich auf die Anime-Sachen oder ist Christian Bale zum Beispiel auch ein Thema? Johnny Depp? Bale, Fluch der Karibik, Batman und aber auch viel Anime. Manche auch wegen der Hörbücher. Und manche einfach nur, weil sie sagen, ich kenne ihre Stimme seit 30 Jahren, ich bin damit aufgewachsen, meine Kinder so. Das, was ich früher auch hatte mit den noch älteren Kollegen, die in den 60er, 70ern, 80ern synchronisiert haben, das waren ja auch für mich die Stimmen meiner Kindheit. Und das sind wir jetzt auch für eine Generation. Und das ist rührend, das so zu sehen. Und ja, macht einen auch so ein bisschen demütig. Also es ist, ich werde eigentlich auf meine Arbeit bisherige Arbeit angesprochen. Klar kommt mal einer und sagt hier das und das und sie haben ja das auch gemacht und ganz verschiedene Dinge hatte ich da gestern vor mir.
gerade bei Christian Bale fände ich so faszinierend. Den sprichst du ja, klar, als Schauspieler. Und dann kamen ja diese Lego-Filme. Computer, wie befördere ich den Joker ins Arkham Asylum? Schnellste Route, keine Umwege. Computer, hörst du mich? Mit Lego Batman, wo die Stimme aber nochmal ganz anders rauskommt, weil es ja auch so ein bisschen übertrieben ist. Aber das wirkt, das ist fast das Auffälligste, fand ich, in dem Lego-Film, war die Batman-Figur, die dann ja noch einen eigenen Film bekommen hat. Ich glaube, ja. Du hast das auch gesehen. Du fandst es so, konntest einfach nicht ganz so viel mit Antwort als Lego-Film. Die Stimme von Batman ist ja wahnsinnig markant in diesem Film. Ja. War das so ein Spaß? Also eigentlich eine Figur, die man schon kennt, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise dann darstellen zu können? Ja, es ist ja, das Problem ist, die in diesen Christopher Nolan-Filmen, das war so anstrengend und hart, weil es war eigentlich gar nicht das, was man da bei Lego Batman, völlig richtig, so dass ich hinterher gesagt habe, ich kann das eigentlich nicht machen. Das ist so anstrengend. Das war ja so ein ganz heiseres Kehlegesprächen. Das ist ja, damit es auch diese Bösartigkeit oder diese Wucht bekommt. Und das habe ich aber sozusagen selber entschieden, weil die natürlich sagen, okay, du hast hier Batman synchronisiert, dann machst du jetzt hier auch den Lego-Batman. Und habe ich mir aber gedacht, okay, das kannst du jetzt nicht so, man muss irgendwie, und habe immer selber gedacht, irgendwie klinge ich wie Tommy Pieper, der Alf wenn man das hört und wenn ich mir das heute ansehe, denke ich, irgendwas hat Tommy Pieper, also ich habe einfach versucht, das zu überhöhen und so ein bisschen, eigentlich habe ich nur gedacht, okay, kratz, einfach so, hab das so gemacht, so, und das hat ganz gut funktioniert, fand ich. Also ich mochte diese Filme gerne, ich mag diesen Humor und hab das einfach anders. Ich habe eigentlich nie wieder so Batman gemacht, auch nicht in Spielen musste ich es auch noch machen und in anderen kleineren Filmen oder so. Und hab's nie mehr so gemacht, wie Bale das damals gemacht hat, weil das einzigartig war. Und ich das eigentlich auch nicht kann, es ist mir zu anstrengend, das einfach so auf Dauer zu machen. Bei Fluch der Karibik ist schon lange, lange her, aber die Story ist trotzdem ja interessant. Du hast das damals komplett eingesprochen und dann ist es nochmal von vorne synchronisiert worden mit jemand anders. Was war dann für der Grund? Der Grund war, dass die anderer Meinung waren, wie man die Rolle anzulegen hätte. Das konnte man nicht nach einem Satz oder schon feststellen, da musste ja erst der ganze Film eingesprochen werden. Problem, das habe ich nicht verstanden. Man hätte ja, und vor allen Dingen, da sitzen ja bei so großen Filmen, wo man weiß, die werden wahrscheinlich sehr viele Leute sehen, sitzen ja Aufpasser immer da vom Verleih, sogenannte Supervisor. Und die war ja die ganze Zeit da und sagte die ganze Zeit, oh, wunderbar, ist genau das, was ich, so wunderbar, du bist toll. Und dann machen wir den Film und dann eine Woche später kommt ein Anruf, es ist nicht so, wie wir wollen es nochmal neu machen. Und da habe ich gesagt, nee, ich mache es nochmal neu. Wir waren ja da, ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte. Wenn ihr es nicht wollt, müsst ihr jemand anders. Also ich kann es jetzt nicht nochmal machen. Und vor allen Dingen konnten sie mir nicht erklären, warum. Später dann habe ich das schon rausgefunden, ja. Also, aber ich glaube, das ist ein ganz normaler Vorgang. Es ist jedem Kollegen von uns passiert. Wir sind ja nicht abonniert auf die Leute, die wir da synchronisieren. Und da kann irgendjemand kommen und sagen, ich möchte es jetzt anders haben. Er ist ja der, der das Geld dafür gibt. Und dann wird man eben umbesetzt. Also wir haben ja keinen... Ist dann nur, dass es da halt so eine große Produktion war, die dann so ins Blickfeld der Öffentlichkeit kam, bei Johnny Depp und diesem Film. Ne? Dass, auch wenn sowas wahrscheinlich öfter vorkommt, dass es da dann auf einmal halt große Wellen geschlagen hat. Genau, es war eben ein großer Film. Passieren tut es täglich, aber es kriegt keiner mit. Aber da war es eben dann auf einmal da. Und aber ich kann nur sagen, ich damals war ich irgendwie irritiert, aber es passiert eben und ich habe es dann irgendwann gesagt, na gut, nun ist es eben so, irgendjemand hat es nicht gefallen, dann macht es eben anders, ne? So, aber ich war auch nicht bereit sozusagen, mich auf irgendwas einzulassen, was mir gar nicht erklärt werden konnte. Ja, also, Und ab Teil 4 hast du ihn denn ja synchronisiert. Haben sie mich dann wieder gefragt. Und da haben sie dich dann erklärt, wie du es machen sollst. Das war dann eine andere... Natürlich nicht, da habe ich dann gesagt, na gut, ich mache es. Okay. Ich habe gesagt, ich mache es. Das ist ja auch mein Schauspieler, den ich in so vielen anderen Filmen... Ja. Und wenn jemand zu mir sagt, möchtest du den synchronisieren? Eigentlich hätte man ja sagen können, okay, ich bin jetzt beleidigt, mach es doch alleine. Aber ich dachte mir, nö, natürlich, wenn sie mich fragen, werde ich es tun. Aber natürlich auch dann jetzt so, wie ich... das für richtig halte. Und da war ich dann auch schon ein bisschen älter und selbstbewusster, um auch zu sagen, also entweder so oder nicht. Und das hat dann gut funktioniert. Aber warum ich dann, das ist alles, es ist eben so gekommen, einfach so. Also ich hab's dann wieder gemacht, ja. Gab es eine besonders herausragende oder schwierige Arbeit, an die du dich erinnerst? Ja,
Nee, die war eigentlich nicht so. Ich, am schwierigsten war, da war ich noch sehr jung, gab es einen Film von Kaurismäki, der hieß Gilbert Grape, irgendwo in Iowa. Ja. Mit Johnny Depp und Leonardo DiCaprio. Da war ich 21. Und Leonardo, da hat Johnny Depp, weiß ich gar nicht, wer den da gesynchronisiert hat. Der hatte damals noch keinen Festen, glaube ich. Und ich habe Leonardo DiCaprio, der dort einen behinderten Jungen gespielt hat. Das war, glaube ich, sein erster Film. Und wir dachten wirklich, das ist wirklich ein behinderter Junge. Habe ich auch gedacht damals. Das weiß ich noch, war, glaube ich, die anstrengendste Arbeit, die ich jemals gemacht habe. Ich wurde auch gequält, in Anführungszeichen, auf positive Art, um dem irgendwie gerecht zu werden. Ich musste unglaubliche Ranges abdecken und voll wirklich, also... Dad ist tot! Ali! Dad ist tot! Ali, Dad ist tot! Ich habe es in Erinnerung als wunderschöne, sehr anstrengende Arbeit, die, glaube ich, echt gut geworden ist. Also ich habe das nochmal geguckt jetzt mit meiner Tochter und dachte, ja, haben wir irgendwie gut gemacht. Und das ist so das, was ich dann immer sage. Also ansonsten gibt es schwerere, leichtere Rollen. Klar, aber das war was mir immer in Erinnerung bleiben wird, ja. Ja, ist ein toller Film, auch in der deutschen Synchro auch toll geworden, finde ich auch, ja. Ja, wir haben ja gestern auch Detlef Bierstedt hier interviewt, der aufhören will mit Synchro oder schon aufgehört hat. Ja. Hast du auch irgendein Ziel dir gesetzt oder machst du bis zum Umfallen? Nein. Das Schöne in unserem Beruf ist ja, wir können ja, ob Rente oder nicht, wir können ja eigentlich immer weiterarbeiten, wenn jemand anruft und uns fragt, ob wir was machen. Ich kann es jetzt nicht sagen. Also noch fühle ich mich gut und ich synchronisiere auch nicht mehr so viel. Ich habe meine Jungs, die Hörbücher nehmen so viel Zeit weg, dass ich eigentlich nur die paar, zwei, drei Filme im Jahr machen kann. Und das ist so aber ein angenehmes Häppchen. Man kommt hin, macht einen schönen Film, dann mal wieder drei Monate nichts oder woanders was und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, jetzt einfach aufzuhören. Ich kann aber verstehen, dass jemand nach so vielen Jahren sagt, so jetzt irgendwann mal, gut, ich will nur noch eine Sache machen und die andere lasse ich eben sein. Kann schon passieren.